Nach George Clooneys Krass, jetzt spricht der Unfallfahrer. Erst vor wenigen Stunden machte diese Schocknachricht die Runde. George Clooney, 57, war mit seinem Motorradroller verunglückt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf der italienischen Insel Sardinien rammte ein anderer Wagen das Gefährt des Schauspielers. Der Hollywood-Star stürzte daraufhin mit seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher blieb bei und leistete erste Hilfe. Jetzt sprach Antonello C., der das Auto fuhr, zum ersten Mal über den Hergang. Die Lokalnachrichtenwebsite Corriere della Sera machte den Mann ausfindig, der erfasste. Im Interview erklärte Antonello, wie es zu dem Krass, bei dem der zweifache Vater 6 Meter durch die Luft geschleudert wurde, gekommen war. Ich hatte Sonne in meinem Gesicht, ich habe nichts gesehen. Ich habe nur einen Schlag gefühlt, erinnerte er sich in dem Gespräch. Habe vor Schmerz geschrien und sich seinen Kopf und seine Hände gehalten. Wie NBC-Reporterin Claudia Lavanger erfahren hatte, klagte der Darsteller über Beckenschmerzen und trug Prellungen an Beinen und Armen davon. Im Krankenhaus sei ein MRT durchgeführt worden. Wie der italienische Beamte Giacomo D'Angelo Radaoline verriet, seien Drogen und Alkohol als Unfallursache ausgeschlossen. Die Ermittlungen laufen aber noch weiter. Frau Amal, 40, und seine Fans können aber aufatmen, der 57-Jährige konnte die Klinik mittlerweile wieder verlassen. Der Polizist sei zudem zuversichtlich, dass sich in 20 Tagen wieder besser fühlen werde.